Am Morgen des 7. Mai 1937 wurde Hangar Nummer 1 des Marineflughafens Lakehurst für die Untersuchung des Hindenburg-Desasters vorbereitet. Die offizielle Untersuchung war zu kurz. Den Ermittlern lagen nicht alle Fakten vor. Und neuen Erkenntnissen zufolge waren ihre Schlussfolgerungen falsch. Können Experten nun eines der letzten offenen Rätsel des 20. Jahrhunderts lösen? Zeugen hörten kurz vor Ausbruch des Feuers ein Knacken. Ja, aber wenn Gas entwichen wäre, dann hätte das angezeigt werden müssen. In diesem Segment der Aufnahme sind im Wesentlichen zwei Ereignisse verborgen. Es ist möglich, dass es kein Vorsatz war. Lässt sich durch eine erneute Untersuchung der Fakten endgültig herausfinden, ob der Absturz der Hindenburg ein Unfall oder ein Verbrechen war? Als der amerikanische Ingenieur Harold Dick die Hindenburg 1936 in Deutschland filmte, repräsentierten Luftschiffe die Zukunft der Luftfahrt. Ihre Größe, ihr Luxus, ihre magische Ausstrahlungskraft wurden niemals mehr von einem anderen Luftfahrzeug erreicht. Nun, ich bin nur ein einziges Mal mit der Hindenburg geflogen und das war über dem Bodensee. Und es war nur ein kurzer Flug von 1,5 Stunden, aber es war fantastisch, als wenn man durch die Luft schweben würde. Am 3. Mai 1937 startete die Hindenburg um 7.16 Uhr in Frankfurt. Während der Überquerung des Atlantiks gab es heftige Gegenwinde und als sie die amerikanische Küste erreichte, kam sie in ein Gewitter. Da eine Landung in Lakehurst, New Jersey, nicht möglich war, flog sie weiter nach New York, um den Fluggästen einen Panoramablick über die Stadt zu bieten. Dann klärte das Wetter auf und die Hindenburg kehrte nach Lakehurst zurück. Doch nach einem scheinbar normalen Landeanflug waren an der Oberseite des Schiffskörpers plötzlich Flammen zu sehen. Innerhalb von einer Minute wurde das Schiff völlig zerstört. Was genau geschah, konnte nie vollständig aufgeklärt werden. Seit 1937 hat sich die Untersuchung von Flugunfällen zu einer Wissenschaft entwickelt. Wenn sich der Absturz der Hindenburg heute ereignen würde, würden Spezialisten herbeigerufen. Doch selbst heute würde die Untersuchung eines Unfalls mit einem Großbrand eine Herausforderung darstellen. Um die Informationen zur Hindenburg herauszufiltern, muss man alle vorhandenen Zeugenaussagen in einer Matrix zusammenfügen. Sich bei jedem einzelnen Zeugen fragen, wo er sich befand, was er wann sah. Dann schält sich ein Muster heraus. Bei der modernen Unfalluntersuchung werden Möglichkeiten ausgeschlossen, um zu Wahrscheinlichkeiten zu gelangen. Wir haben also Experten gebeten, sich die Beweislage noch einmal anzusehen und mit modernen Methoden nach neuen Spuren zu suchen. Selbst bei einem mittelschweren Unfall dauert die Untersuchung heute normalerweise ein Jahr. Die reine Erfassung der Daten kann bereits 18 Monate oder 2 Jahre in Anspruch nehmen. In einer modernen Untersuchung eines Flugunfalls würden nicht in den Unfall verwickelte Piloten als Berater herangezogen. Seinerzeit wurden 2 der erfahrensten Luftschiffpiloten befragt. Commander Rosendahl und Dr. Hugo Eckener, aber beide hatten persönliche Interessen. Für Dr. Eckener ging es um die Etablierung der transatlantischen Route für das Unternehmen Zeppelin. Für Commander Rosendahl ging es um seine Zukunft im Luftschiffprogramm der US Navy. Die besten Beweise haben in Hunderten von Zeugenaussagen überlebt. Was die Zeugen gehört und gesehen haben, wo sie sich befanden, wurde mit den heutigen Methoden der Analyse von Zeugenaussagen ausgewertet. Und tatsächlich, es ergaben sich Muster. Und diese lassen Zweifel am Ergebnis der offiziellen Untersuchung aufkommen. 1937 wurde Sabotage für die wahrscheinlichste Ursache gehalten. Bei einem Verbrechen sind natürlich alle Beteiligten aus dem Schneider. Der Erbauer ist aus dem Schneider und die zivile Luftfahrtbehörde. Es gab Beweise für eine Explosion, aber keine Beweise dafür, dass sie durch eine Bombe verursacht wurde. Für Historiker wie John Duggan liegt es klar auf der Hand, warum die Hypothese von Sabotage ins Spiel gebracht wurde. Seit 1936 wurden Luftschiffe nicht mehr nur zu Touristikzwecken eingesetzt. Flights to the Nuremberg Rallies, Flights to the Olympic Games.
Flüge zum Nürnberger Parteitag, Flüge zu den Olympischen Spielen, alle mit dem Ziel, die Macht, die Stärke, die Großartigkeit der NSDAP darzustellen. Und das natürlich mit einem großen Hakenkreuz auf der Heckflosse. Vor diesem Hintergrund muss man meiner Meinung nach die Hindenburg und die Nazi-Partei in Deutschland sehen. Bombendrohungen gingen ein, die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht, besorgte Passagiere stornierten ihre Reservierungen. Der Vaudeville-Akrobat Joseph Spa erhielt einen dieser durch Stornierungen freigewordenen Plätze. Für eine Aufführung in der Radio City Music Hall in New York musste er schnellstmöglich zurück nach Hause. Er hatte einen deutschen Schäferhund namens Ulla dabei. Sie ließen ihn jeden Tag zu seinem Hund. Er ging zu ihm, um mit ihm zu sprechen, ihn zu füttern und so weiter. Und aus diesem Grund, also weil mein Mann immer nach dem Hund schauen ging, wurde er sozusagen beschuldigt. Als ob er etwas Unrechtes getan hätte. Der Kommandant der Hindenburg war Flugkapitän Max Pruss. Er wurde von FBI-Agenten vernommen, weil der Verdacht bestand, dass das Unglück durch ein Verbrechen verursacht worden war. Sie fragten ihn, ob sich verdächtige Personen an Bord befunden hatten. Jemand, der in der Lage gewesen wäre, eine Brandbombe zu legen. Es fiel der Name von Joseph Spa. Er war der einzige Passagier, dem Zugang zum Schiffsheck gewährt worden war. Sie kamen zu uns nach Hause, das FBI, und sie verhörten meinen Mann. Sie sprachen mit ihm über alles. Und er sagte ihnen natürlich seine Meinung. Als das FBI begann, Joseph Spars Nachbarn zu befragen, erfuhr die Presse von der Untersuchung. An diesem Tag stand mein Mann gerade auf der Leiter und war dabei, die Fenster für mich zu putzen. Ich sah die Spalte in der Zeitung und es war die Rede davon, dass mein Mann unter dem Verdacht stand, auf der Hindenburg Sabotage verübt zu haben. Ich ging ans Fenster und erzählte es ihm. Er fiel fast von der Leiter, so sehr regte er sich auf. Joseph Spa war froh darüber, noch einen Platz bekommen zu haben. Das Schiff war immer vollständig ausgebucht. Während des Winters waren 10 neue Kabinen hinzugefügt worden. Damit standen nun 70 Plätze zur Verfügung. Doch aufgrund der Angst vor Bomben war dieser Flug nur zur Hälfte belegt. Falls Joseph Spa von den Gerüchten gehört hatte, ignorierte er sie. Er entspannte sich, genoss die Reise und machte diese Fotos, um sie seiner Familie zu zeigen. Er hatte all diese Bilder gemacht und wollte gerade die Landung fotografieren. Doch dann kam die Explosion. Joseph Spa ließ seine Kamera fallen. Er warf sich aus dem Fenster. Und er half einem anderen Passagier zu fliehen. Das Schiff stürzte so schnell ab und wir machten uns alle furchtbare Sorgen um meinen Mann, weil wir nicht wussten, ob er es geschafft hatte, rauszukommen. Ich dachte, er wäre tot, denn für mich sah es nicht so aus, als ob irgendjemand das überlebt hätte. Und plötzlich kam ein Mann auf mich zu und fragte mich, ob ich Spa heiße. Und ich antwortete ja. Er sagte, Ihr Mann ist am Leben. Joseph Spa erlitt leichte Verbrennungen und einen Knöchelbruch. Seine Kamera und sein Film blieben intakt. Andere hatten weniger Glück. Das FBI sah in Joseph Spa einen guten Familienvater mit vorbildlichem Charakter. Die Ermittlungen wurden in andere Richtungen fortgesetzt. Und obwohl es nicht im Interesse des Unternehmens Zeppelin war, gab Dr. Hugo Eckener dem Flugkapitän die Schuld. Soviel ich weiß, sprach Dr. Eckener nach dem Unfall nie mehr mit Max Pruss, dem Flugkapitän. Und Dr. Eckener gab Pruss die Verantwortung. Und zwar nicht nur wegen eines bestimmten Fehlers, sondern aufgrund seines gesamten Verhaltens während des Landemanövers. Der Vater von Dr. Schirmer war einer der Chefkonstrukteure der Hindenburg. Die Familie lebte in Friedrichshafen. Die meisten Menschen in dieser Gegend arbeiteten in der Luftschiffindustrie. Die Nachricht von der Katastrophe traf sie hart. Also natürlich war das Interesse an den Vorfällen groß. Vieles erfuhren wir erst später, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ergebnisse der Lake-Hurst-Untersuchung wurden in Deutschland nie veröffentlicht. Luftfahrtminister Hermann Göring sagte, das Unglück sei eine Fügung Gottes gewesen. 1937 war es in Deutschland gefährlich, eine eigene Meinung zu äußern, nachdem die Regierung in Berlin gesprochen hatte. Doch Dr. Hugo Eckener ließ sich nicht zum Schweigen bringen.
Er war der weltweit anerkannteste Luftschiffexperte. Und zumindest privat vertrat er weiterhin die Ansicht, dass Kapitän Pruss für das Unglück verantwortlich sei. Die Hindenburg war um das Vielfache größer als moderne Luftschiffe. Auch in Bezug auf Entwurf und Bauweise gibt es große Unterschiede. Aber die Grundsätze der Steuerung von Luftschiffen haben sich nicht geändert. Die Luftschiffpiloten Eddie Wynne und Scott Dannecker wurden gebeten, das Landemanöver von Flugkapitän Pruss zu beurteilen. Auf Wendungen wie diese haben sie sich auch früher schon eingelassen. Ja, stimmt. Wenn sie ein Problem gehabt hätten, hätten sie es schon vorher bemerkt. Das ist der Anfang von der scharfen Wendung, von der die Rede war. Der Wind kam aus dieser Richtung. Und vielleicht hätte er direkter auf den Mast zusteuern sollen. Aber für den Piloten, Kapitän Pruss, war das der erste Transatlantikflug. Vielleicht kam er ein wenig zu schnell rein. Trug ein Fehler des Piloten zu diesem Unglück bei? War die Bauweise des Schiffs fehlerhaft? Oder war es doch ein Verbrechen? Und reichen die Beweise, die uns so viele Jahre nach dem Unfall vorliegen, aus, um der Wahrheit ein wenig näher zu kommen? Womit man sich bei der Untersuchung eines Unfalls abfinden muss, ist, mit den vorhandenen Fakten zu arbeiten. Es sagt sich so leicht, es wäre gut, wenn wir das und das hätten. Aber uns liegt nun einmal nur dieses Material vor und wir müssen das Beste draus machen. Was wir haben, ist eine 42 Minuten lange Aufnahme, die am Ende des letzten Flugs der Hindenburg gemacht wurde. Kann sie, Akustikexperten, zu neuen Erkenntnissen verhelfen? Der Funkkontakt mit der Hindenburg bestand bis 30 Minuten vor dem Unfall. Es gibt keine Aufzeichnungen aus der Führungsgondel, da es zu dieser Zeit noch keine Blackboxes gab. Zum Zeitpunkt des Unglücks hörten und fühlten die Zeugen unterschiedliche Dinge. Einige Mitglieder der Crew, die sich im hinteren Teil befanden, fühlten keinen Stoß. Die Passagiere in der Mitte des Schiffes und die Besatzungsmitglieder, die sich in der Nähe des Bugs befanden, wurden jedoch umgeworfen. Die Druckwelle erreichte dieses Metallgebäude, in dem ein Radiokommentator und sein Techniker die Ankunft des Schiffes aufzeichneten. Die vier Platten, die diese Aufnahme enthalten, werden im Nationalarchiv in College Park, Maryland, aufbewahrt. Es handelt sich um eine der ersten Live-Aufzeichnungen eines Nachrichtenereignisses. Am nächsten Tag wurden Sendekopien angefertigt, aber dies sind die Originalplatten. Einige Minuten vor der Ankunft der Hindenburg ging der Reporter Herb Morrison mit seinem Mikrofon auf das Feld hinaus. Was dann geschah, schockierte ihn. Dann erreichte die Druckwelle das Metallgebäude, in dem sich das Plattenschneidegerät befand. Die tiefen Rillenbeschädigungen, die Sie sehen, die Kratzer in den Rillen treten knapp 4 Zentimeter vor dem Ende der ersten Platte auf. Der Aufnahmekopf wurde durch die Wucht der Explosion hochgerissen. Wie durch ein Wunder bekam der Tontechniker den Aufnahmekopf zu fassen und es gelang ihm, ihn wieder vorsichtig auf die Rillen zu legen. Ist es möglich, mit Hilfe von moderner Technik in einer Aufnahme aus den 30er Jahren auf neue Hinweise zu stoßen? Um das herauszufinden, führte Stuart Dine, Akustikspezialist der Universität Southampton, England, an einer Kopie der Aufnahme eine Digitalanalyse durch. In diesem Segment der Aufnahme sind im Wesentlichen zwei Ereignisse verborgen. Eines ist das Ankommen der Bodenerschütterung, die sich relativ schnell ausbreitet. Und danach das Ankommen der Lufterschütterung. Der Abstand zwischen diesen beiden Ereignissen zeigt an, wie weit das Mikrofon von der Explosion entfernt war. Aber diese Entfernung war bereits bekannt. Es waren 664 Meter. Mit dieser Angabe können wir berechnen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Druckwelle durch die Luft ausgebreitet hat. Und anhand dessen können wir Rückschlüsse darüber anstellen, was die Ursache der Explosion gewesen sein muss. Das wäre möglicherweise eine sehr wertvolle Information für die Unfallforschung, da es einen Hinweis darauf geben kann, was eigentlich explodiert ist.
Mit der heutigen Technik kann das Klangbild solcher Ereignisse dargestellt werden. Lässt sich auf diese Weise beweisen, dass die Explosion durch eine Bombe verursacht wurde? Vermutlich verursacht eine Brandbombe eine sehr viel kleinere Druckwelle als eine ganze Wasserstoffzelle, aber die Druckwelle der Wasserstoffzelle wäre um ein Vielfaches größer und würde sich sehr viel schneller ausbreiten als die Explosion der Brandbombe, sodass sie die erste Druckwelle einholen würde. Auch wenn es nicht möglich ist, zu bestimmen, ob die Explosion durch eine Bombe verursacht wurde, spielt die Akustik dennoch eine wichtige Rolle. Die Personen an Bord der Hindenburg hörten ein gedämpftes Geräusch. Doch schon vorher hörten einige Mitglieder der Bodencrew ein lautes Knacken. Sie standen an der Steuerbordseite in der Nähe der Schiffsmitte, nicht am Heck, wo das Feuer zuerst gesehen wurde. Ist es wichtig, dass einige Personen ein Knacken und andere ein gedämpfteres Geräusch hörten? Vermutlich haben sie dasselbe Geräusch gehört. Demzufolge aber müssten die Personen, die ein Knacken gehört haben, sich in einem freien, ungehinderten Bereich zwischen ihnen und der Explosion aufgehalten haben. Dr. Eckener glaubte, dass durch die scharfe Wendung im Landemanöver ein Kabelbruch verursacht wurde. Kann das das Knacken gewesen sein? Bei einem Kabelbruch könnte die frei werdende elastische Energie einen peitschenartigen Schlag des Kabels verursachen, der durchaus genug mechanische Kraft entwickeln könnte, um eine Wasserstoffzelle aufzuschlitzen. Wäre ein Leck in einer Gaszelle ausreichend, um die Hindenburg zum Absturz zu bringen? Das allein reicht nicht. Doch das gebrochene Kabel könnte auf ein anderes Metallobjekt aufgeprallt sein und einen Funken verursacht haben. Mit einer Länge von 245 Metern ist die Hindenburg nach wie vor das größte je gebaute Luftfahrzeug. Sie war 3,5 Mal so lang wie eine Boeing 747, wog aber nur die Hälfte. Zum ersten Mal erfolgte die Unterbringung der Passagiere vollständig im Schiffskörper. Die Hindenburg war so geräumig und luxuriös wie ein Ozeanliner. Sie bot jedoch eine schnellere und ruhigere Überfahrt. Die Hindenburg legte in ihrem ersten Jahr fast 3000 Flugstunden zurück. Um eine rentable Transatlantikroute zu etablieren, durften die Liegezeiten nur von kurzer Dauer sein. Routine, Instandhaltung und Reparaturen erfolgten während der Flüge. Eine umfassende Inspektion des Schiffskörpers und Gerätetests wurden nur bei größeren Überholungsarbeiten durchgeführt. Diese Politik war natürlich mit enormen Risiken verbunden. Auf einem Rückflug aus Südamerika fiel ein Motor der Hindenburg aus. Das Schiff driftete beinahe nach Afrika ab, wo es hätte abstürzen können. Dr. Eckener war wütend. Nach diesem Vorfall befahl er allen Bereichsleitern, wie dem Vater von Dr. Schirmer, auf dem Schiff zu reisen. Man musste so viele Flüge an Bord verbringen, um auf diesen Schiffen Messungen während des Flugs vorzunehmen, damit solche Unfälle oder Pannen nicht passieren konnten. Kommander Rosendahl teilte der Untersuchungskommission mit, dass in den Aufzeichnungen nichts darauf hindeutete, dass der Zustand der Hindenburg nicht ausgezeichnet war. Doch neuen Erkenntnissen zufolge könnte das Gegenteil der Fall gewesen sein. Am 26. März 1936 startete die Graf Zeppelin in Friedrichshafen und die Hindenburg sollte ihr kurz darauf folgen. Die Wetterbedingungen waren nicht gut. Einzelne Windböen erreichten bis zu 40 Stundenkilometer. Doch das war nicht das einzige Problem. Das Problem war, dass Lehmann, der bekanntermaßen ein Anhänger der NSDAP war und den Befehl über das Schiff hatte, es unter diesen widrigen Bedingungen aus der Halle holen ließ und um jeden Preis versuchte, mit voller Tankladung abzuheben und in einer spektakulären Weise gen Himmel zu steigen, um die anwesende Politprominenz zu beeindrucken. Dieser Versuch endete auf dramatische Weise. Das Schiff wurde von einer Windböe erfasst und schlug auf den Boden auf. Dr. Eckener war sehr verärgert. Er kritisierte Lehmann mit den Worten: Wie konnten Sie nur unser Schiff aufs Spiel setzen, nur um in Gegenwart des Propagandaministers Dr. Goebbels einen dummen Propagandaflug auszuführen? Die Fotoapparate der Anwesenden, die an diesem Tag Bilder machten, wurden von Funktionären konfisziert. Ihre Filme wurden zerstört. Das heißt, alle außer einem. Harold Dick, ein amerikanischer Ingenieur, war als offizieller Beobachter zugegen. Er versteckte seine Kamera. Musik
Sein Foto ist das einzige bekannte Dokument des Schadens, der von offizieller Seite verschwiegen wurde. 4 Tage später machte das Schiff seinen ersten Flug nach Rio. Die Zeit war zu kurz für eine vollständige Prüfung der Motoren oder für eine komplette Inspektion des Spanns. Die Übertragung von Kräften in die Heckflosse und in die gesamte Konstruktion könnte auch zu bleibenden Schäden an der Struktur geführt haben. Der mit der Zeit immer größer werdende Schaden könnte die Struktur geschwächt haben. Doch möglicherweise war der Schaden nicht feststellbar, solange die 16 Zellen mit Traggas gefüllt waren. Die 15 Ringe des Schiffes bildeten Hauptspanten. Diese waren mit Drahtseilen abgespannt. Wenn eines davon zerbrach, wurde die Last auf die anderen Teile des Spanns verteilt. Doch die Belastbarkeit der Struktur der Hindenburg war begrenzt. Eine Konstruktion wie diese, die allen möglichen Kräften ausgesetzt ist, sowohl Luftauftrieb als auch Eigengewicht und dynamischen Belastungen durch die Bewegung in der Luft, ändert sich von Zeit zu Zeit. Es gibt jedoch Stellen, an denen die Belastungen höher sind als an anderen. Abspannende Drahtseile waren schon auf früheren Flügen zu Bruch gegangen. Drahtseilstichproben mit den gleichen technischen Eigenschaften werden zur Analyse in die Universität von Delaware gebracht. Die Zugkraft des leichtesten Drahtseils wird getestet, um festzustellen, welcher Belastung es standhält. Als das Kabel gespannt wurde, dehnte es sich derart, dass es überelastisch wurde und schließlich eine bleibende Verformung aufwies, sodass es, als es freigegeben wurde, nicht mehr in den Ausgangszustand zurückkehrte. Und dann brach es schließlich. Es ging bei etwas mehr als 4000 Kilogramm Zubruch. Die Untersuchung der Oberfläche unter einem Elektronenmikroskop zeigt einen klassischen Näpfchenbruch. Bis hierher keine Überraschungen. Aber die Tests gehen noch weiter. Eine zweite Stichprobe wird getestet. Auch sie geht zu Bruch. Aber bei nur 75% der Belastung. Das bedeutet, dass die Qualität des Kabels einer gewissen Streuung unterliegt. Das muss beim Entwurf berücksichtigt werden. Um Schwankungen in der Produktion zu berücksichtigen, planten die Konstrukteure der Hindenburg einen Sicherheitsfaktor. Doch kalkulierten sie wirklich alles ein? Und was hätte sonst noch den Absturz der Hindenburg verursachen können? Experten des Cranfield College of Aeronautics in England werden zuerst gebeten, die Möglichkeit von Ermüdungserscheinungen im Metall in Erwägung zu ziehen. Das Reißen oder Versagen von Metall infolge von Ermüdung ist das Ergebnis der wiederholten Ausübung einer Belastung, die sogar deutlich unter der eigentlichen Belastbarkeit der Metallstärke des Materials liegt. Die Hindenburg war fast so groß wie die Titanic. Doch während die Titanic als unsinkbar bezeichnet wurde, gab es hinsichtlich eines Luftschiffs keine derartigen Illusionen. Viele waren verunglückt, bevor sie das Ruhestandsalter erreicht hatten. Das Versagen der Struktur war dabei eine häufige Ursache. Aufgrund ihrer Größe war das Gewicht von entscheidender Bedeutung. Es wurden leichte Materialien verwendet, die sich jedoch zu schnell verbogen. Hier wurde ein Experiment an einem recht alten Fußbodenbalken eines Flugzeugcockpits durchgeführt. Sie sehen, es ist auf eine ähnliche Weise hergestellt wie in der Hindenburg, mit vielen kleinen aneinander genieteten Teilen. Und hier sehen Sie einen Riss, vermutlich aufgrund einer Spannungskonzentration im Nietloch. Durch wiederholte Belastungen vergrößerte sich der Riss hier herüber und dann nach unten. Ein klassisches Beispiel für einen Ermüdungsbruch. Eine Reproduktion der Hindenburg im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen lässt erahnen, wie schwer es gewesen sein muss, Metallermüdungen zu entdecken. Und obwohl es deutsche Physiker waren, die als erste die Ermüdung von Metall erkannten, wurde dies beim Bau der Hindenburg nicht im Entwurf berücksichtigt. Es handelte sich um eine große, komplexe Struktur. Kleinere Schäden oder Korrosion oder andere Beschädigungen konnten lange Zeit unbemerkt bleiben. Laut eines Wartungsprotokolls bei der großen Überholung im Dezember 1936 waren die Drahtseile stark verrostet. Teile der Struktur waren vom Rost zerfressen, bedingt durch Flüge in niedriger Höhe über Salzwasser auf den Transatlantikreisen. Und es gab auch Anzeichen für Metallermüdung. Es gibt keine Aufzeichnungen über Reparaturen während der Überholung.
Die Konstrukteure der Hindenburg haben 1937 das Ausmaß des Risikos von Metallermüdungen vermutlich nicht voll erkannt. Durch die anhaltenden Belastungen verloren die Drahtseile die Hälfte ihrer Festigkeit. Die Festigkeit des Spanns wurde gegenüber der Maximalbelastung, für die er konstruiert wurde, um 2/3 reduziert. War Metallermüdung möglicherweise ein weiteres Problem der Hindenburg? Das Heck des Schiffs brach, als am Hinterschiff kein Luftauftrieb mehr vorhanden war. Wie konnte das geschehen? Und wurde der Einfluss von Wasserstoff bei dem Unglück möglicherweise deutlich überschätzt? In Weeksville, North Carolina, wurde 1920 ein Luftschiffhangar der US-Marine erbaut, der heute als Stützpunkt moderner Luftschiffe dient. Dieses Skyship 600 und alle anderen modernen Luftschiffe sind mit Helium gefüllt, ein Edelgas. Die Hindenburg wurde mit Wasserstoff gefüllt. Anders als Helium entzündet sich Wasserstoff bereits, wenn er mit einer kleinen Menge Sauerstoff in Berührung kommt. Die Hindenburg wurde ursprünglich für Helium entwickelt. Die einzigen Vorräte gab es jedoch in Amerika und der Export war beschränkt. Dr. Hugo Eckener erwartete die Aufhebung der Exportbeschränkungen und als die Pläne ein immer größeres und schwereres Schiff vorsahen, wurde sein Entwurf geändert. Es erhielt doppelte Gaszellen, eine innere Zelle mit Wasserstoff, die von einer äußeren, mit Helium gefüllten Zelle geschützt war. Zu ihrer Kontrolle wurden Ventile eingebaut. Das Manövrierventil ließ sich manuell bedienen und das andere funktionierte automatisch bei einem bestimmten Druck. Sie befanden sich im Innern und wenn Gas ausströmte, wurde es durch einen langen Schacht zur Oberseite an die Luft geleitet. Ein zentraler Laufsteg wurde hinzugefügt, der Zugang zu den Gasventilen gewährte. Doch als das Schiff beinahe fertig war, erfuhr Dr. Eckener, dass das Exportverbot nicht aufgehoben werden sollte. Das Schiff wurde mit ca. 200.000 Kubikmetern Wasserstoff gefüllt. Die Betriebsrisiken nahmen zu. Die Deutschen waren jedoch davon überzeugt, dass sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung seit Beginn der Luftschifffahrt die Probleme im Umgang mit Wasserstoff bewältigen würden. Und außerdem hatte er den Vorteil, billiger zu sein. And of course it had the advantage of being cheaper. Auch in erfahrenen Händen stellt sich die Frage, ist eine sichere Verwendung von Wasserstoff tatsächlich möglich? Das Entweichen von Gas war ein normaler Vorgang, und zwar auf allen Luftschiffen. Selbst wenn die Gaszellen, 16 Stück an der Zahl, gasundurchlässig konstruiert waren, hatten sie an der Oberseite Ventile, durch die immer Gas entweichen konnte. Das Austreten von Gas war einkalkuliert. Die entweichende Menge war gering und wurde dadurch kompensiert, dass während des Flugs Treibstoff verbraucht wurde. Doch als sich die Hindenburg Lakehurst näherte, war am Heck ein deutliches Übergewicht zu erkennen. Alle Versuche, das Problem zu beheben, schlugen fehl. Also das veranlasst mich zu der Vermutung, dass das Manövrierventil oder das automatische Ventil in diesem Schacht oder in dem Schacht, der mit Zelle Nummer 4 verbunden war, also der Zelle, in der das Feuer ausbrach, dass eines dieser Ventile geöffnet war. Gerade so viel, dass an der Oberfläche ein kontinuierlicher Wasserstoffstrom entwich. Auch auf der ersten Reise nach Rio 1936 standen automatische Ventile offen. Bevor es auffiel, war eine Zelle fast vollständig leer. Um das Gleichgewicht des Schiffes wiederherzustellen, wurde Gas aus anderen Zellen eingeleitet. Danach verursachten einige Ventile weiterhin Probleme, weswegen sie manuell bedient wurden. Traten vielleicht weitere Pannen auf? Aber wenn Gas entwichen wäre, dann hätte das angezeigt werden müssen. Und dafür gab es kein Anzeichen. War die Besatzung zu beschäftigt, um das Entweichen von Gas zu bemerken? Oder versagten die Instrumente in der Steuergondel? Kapitän Pruss lief die Zeit davon. Er musste schnell handeln. Der Kapitän sah sich gezwungen, 6 Mitglieder der Besatzung in den Bug zu beordern. Sie starben bei dem Versuch, das Schiff für das Landemanöver auszubalancieren und ins Gleichgewicht zu bringen. Während die Crew mit aller Macht versuchte, das Schiff im Gleichgewicht zu halten, nahmen die Probleme der Hindenburg offenkundig weiter zu. Zeugenaussagen zufolge waren die Landescheinwerfer ausgeschaltet, obwohl es dämmerig war.
Wenn es ein elektrisches Problem gab, einen größeren Kurzschluss und ein Verschmoren in der unter Spannung stehenden elektrischen Anlage, das könnte dann eine ganze Reihe von nicht vorhergesehenen Ereignissen ausgelöst haben. Elektrische Kabel von der Stromanlage im Schiffskiel waren an Lüftungsschächten befestigt und versorgten die Druckmessgeräte auf den Gaszellen und die Landescheinwerfer mit Strom. In der Nähe befanden sich Dieseltanks. Sie waren über den Kiel verteilt und leiteten Dieseltreibstoff in die Maschinengondeln. Am späten Morgen des 6. Mai strömten die Menschen in Lakehurst zusammen. Es wurde bekannt gegeben, dass sich die Ankunft der Hindenburg durch Unwetter verzögern würde. Bei seiner Ankunft aus Frankfurt war das Schiff nur zur Hälfte gefüllt. Doch der Rückflug war ausgebucht mit Besuchern der Krönungsfeiern. Die Feierlichkeiten in England hatten bereits begonnen. Und um den veröffentlichten Flugplan einzuhalten, war die Liegezeit verkürzt worden. Es blieb noch nicht einmal genug Zeit, um das Schiff zu waschen. Am zweiten Tag brannte eine Kraftstoffpumpe in der Stromanlage aus, was zu Problemen mit der Ventilation der Passagierkabinen führte. Der leitende Techniker der Hindenburg erklärte bei der Untersuchung, dass die Pumpe ausgetauscht worden war. Danach sei alles in Ordnung gewesen. Doch war es das wirklich? Oder bestand ein Zusammenhang zwischen dem Ausfall der Kraftstoffpumpe und den Ereignissen am Tag danach? Seit ihrem Einweihungsflug ein Jahr zuvor war die Hindenburg stark beansprucht worden. Und es war die erste Landung dieses Flugkapitäns in Lakehurst. Außerdem sollte versucht werden, mit einer Landung aus größerer Höhe die Kosten für die Bodenbesatzung und Landung zu reduzieren. 1937 wurde die Mehrzahl der Flugunfälle durch die Wetterbedingungen und durch Pilotenfehler verursacht. Fast alle übrigen waren auf Motorschäden und Strukturfehler zurückzuführen. War eine Kombination einiger oder aller dieser Faktoren die wahrscheinliche Ursache für die Hindenburg-Katastrophe? Mithilfe der Dokumente der Originaluntersuchung wurde eine Zeittabelle erstellt, um die Bedingungen zu rekonstruieren. How do you do, everyone? We're greeting you now from the Naval Air Base at Lakehurst, New Jersey, from which point we're going to bring you a description of the landing of the mammoth airship Hindenburg. Die Hindenburg flog über die Küste von New Jersey, als dem Kapitän über Funk mitgeteilt wurde, das Wetter sei günstig zum Landen. Um 19 Uhr Ostküstenortszeit näherte sie sich aus südwestlicher Richtung Lakehurst. Die Flughöhe betrug knapp 200 Meter, die Geschwindigkeit 64 Knoten. The Hindenburg left Frankfurt, Germany, Tuesday evening rather, at 7:30 their time. And for better than 2.5 days, they've been speeding through the skies over miles and miles of water here to America. Um 19.08 Uhr passierte das Schiff Hangar Nummer 1. Nach einer Überprüfung des Felds befahl Flugkapitän Pruss eine Wende mit voller Kraft nach Westen. Der Wind kam aus dieser Richtung und vielleicht hätte er es weiter angehen sollen, sich etwas mehr Platz geben sollen, anstatt von hier reinzukommen. Wissen Sie, vielleicht hätte er hier wenden und direkt auf den Mast zu steuern sollen. Um 19.10 Uhr flog das Schiff immer noch mit voller Kraft, als der Befehl zum Sinkflug erteilt wurde. Doch als ein weiterer Befehl gegeben wurde, zum Landebereich zurückzukehren, bemerkte die Besatzung, dass das Schiff ein Übergewicht am Heck hatte. Okay, hier lässt er ein wenig Gas ab. Es könnte sein, dass das Ventil nicht richtig saß, als er es öffnete. It's a marvelous sight. It's coming down out of the sky. The mighty diesel motors just roared. The propellers biting into the air and throwing it back into a gale-like whirlpool. Um 19.14 Uhr ließ plötzlich der Wind nach. Kapitän Pruss war zu hoch und zu schnell für eine direkte Annäherung. Indem er die Wende nach Norden fortsetzte und für die hinteren Motoren volle Kraft zurückbefahl, schuf er sich ein wenig mehr Platz zum Landen. Hier verpasste er den Wind. Sieht so aus, als hätte er genau zu diesem Zeitpunkt des Manövers bemerkt, dass das Schiff ein wenig außer Kontrolle geraten war. Sicherlich musste er deutlich härter arbeiten, als er dies hätte tun müssen, wenn er weiter nach Norden geflogen wäre. Ungefähr in diesem Augenblick verließ der 16-jährige Bobby Rutan seine Wohnung auf dem Stützpunkt. Er ging auf den Ankermast zu. Es nieselte, als die Hindenburg über mich hinwegflog. Es roch nach Treibstoff. Ich schaute nach oben und im gleichen Moment, in dem ich nach oben schaute, wurde der Motor, unter dem ich stand, der hintere Backbordmotor, gestartet. Er wurde in den Rückwärtsgang geschaltet, während der Propeller im Leerlauf war und heulte mit voller Kraft auf. In einem weiteren Versuch, das Gleichgewicht des Schiffes wiederherzustellen, wurde am Heck erneut Wasserballast abgeworfen.
Das funktionierte nicht. Doch mittlerweile war Kapitän Pruss gezwungen zu landen. Die vorderen Motoren heulen kurz auf und sind dann im Leerlauf. So hält er das Schiff an. Er ist in Position. Jetzt hat er die Situation wieder im Griff. Und nun beginnt er, das Schiff gegen den Wind nach vorne zu manövrieren. Um 19.21 Uhr schwebte die Hindenburg ca. 55 Meter über dem Boden, unmittelbar vor dem Ankermast. Die Passagiere winkten der Menge unter ihnen zu. Einer von ihnen war Joseph Spar. Seine Ehefrau Evelyn wandte den Blick nicht einen Moment vom Schiff ab. Sie warfen die Seile herab und kaum berührte das Seil den Boden, bang! Die meisten Zeugen auf dem Feld sagten aus, um 19.25 Uhr Flammen an der Oberseite gesehen zu haben. Wenige Sekunden später explodierte das Schiff. Von dem Moment an rannte ich 10 oder 12 Sekunden lang, um unter dem Schiff wegzukommen. Als ich mich wieder umschaute, schlug das Schiff auf den Boden auf und ich sah zwei Männer, die sich kriechend vom Schiff entfernten. Ich lief zurück, um ihnen zu helfen. Die gesamte Besatzung im vorderen Teil des Schiffs wurde getötet. Doch wie durch ein Wunder überlebten 61 Personen, zwei Drittel derjenigen, die sich an Bord befanden. Aufgrund der vorliegenden Beweislage kam die Untersuchung zu dem Schluss, dass der Brand an der Oberseite des Schiffes begonnen hatte. Als wahrscheinliche Ursache wurde die Entzündung von Wasserstoff durch eine statische Aufladung des Schiffskörpers angegeben. Es gab keine Bildaufnahmen der ersten Flammen an der Oberfläche des Schiffes. Die besten Beweise stammen aus den Zeugenaussagen und deren Analyse ergibt eine andere Version der Ereignisse. Eine, in der das Feuer im Schiffsinneren ausbrach. Der Wasserstoff war nicht die primäre Ursache des Unglücks, doch er verwandelte einen Unfall in Windeseile in eine Katastrophe. Sie warfen die Seile hinunter. Die Flammen jedoch schossen an der Rückseite des Schiffes hoch und es ging sehr schnell. Die Zuschauer mögen Flammen auf dem Schiffskörper gesehen haben, aber die Besatzung im Heck schaute bereits vorher in einen Abgrund der Hölle. Als sich die Hindenburg dem Ankermast näherte, versuchte der Monteur Hans Freund, ein Landeseil abzuwerfen. Wie diese Bilder zeigen, blieb es jedoch in den abspannenden Drahtseilen hängen. Freund rief um Hilfe. Der zweite Steuermann Helmut Lau kletterte von der unteren Seitenflosse hoch, um es loszumachen. Als die beiden Männer nach oben und zur Vorderseite des Schiffes schauten, waren sie fassungslos über das, was sie sahen. Freund sagte, er habe ein Aufblitzen gesehen. Und Lau sah einen hellen Widerschein am Anfang von Zelle Nummer 4 in der Nähe des zentralen Laufstegs. Danach hörten sie eine gedämpfte Detonation und dann ein dumpfes Geräusch. Das Heck der Hindenburg zerbrach. Hatten Freund und Lau den Ausbruch des Feuers gesehen? Warum sahen die Zeugen auf dem Feld das Feuer also nicht schon vorher? Da sind natürlich die Zellen und die Außenhaut. Ich glaube nicht, dass etwas zu sehen war, bevor es an die Oberfläche kam. Wenn das Feuer im Kiel ausbrach, warum fing der Wasserstoff dann nicht schon vorher Feuer? Es könnte durchaus ein großes Feuer im unteren Bereich ausbrechen, ohne dass der Wasserstoff damit in Berührung kommt. Die überlieferten Zeugenaussagen und Bilder beweisen, das Feuer brach unter dem zentralen Laufsteg zwischen den Zellen 4 und 5 aus. Es griff auf die Motoren und die elektrische Anlage über. Und die Schlüsselrolle spielte ein anderer Stoff als Wasserstoff. Doch Commander Rosendahl, der Leiter der offiziellen Untersuchung, übersah einen Hinweis. Commander Rosendahl fragte mich also, Bobby, was hast du gesehen? Wo warst du? Bobby Rutan ging in Richtung des Ankermasts, als die Hindenburg über ihn hinwegflog. Ihre Motoren waren heiß, da sie mit voller Kraft im Rückwärtsgang liefen. Und er ist sich sicher, Treibstoff gerochen zu haben. Er dachte einen Moment lang nach, schaute mich an, schlug mit der Hand auf seinen Schreibtisch und sagte, Bobby, so ist es nicht passiert. Ich sagte, aber Commander. Er sagte, Bobby, geh nach Hause. Wenn Bobby keinen Diesel gerochen hat, was war es dann? Die Berichte von Treibstoffgeruch, das war mit ziemlicher Sicherheit Diesel, da er so langsam verdampft. Er hängt praktisch in der Luft. In den vier Motoren der Hindenburg wurde Dieseltreibstoff verwendet, der einen niedrigen Flammpunkt hatte. Er wurde von den Vorratstanks im Kiel in die Maschinengondeln geleitet. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt waren, konnte er explodieren.
Der Treibstoff wurde gleichmäßig über den ganzen Schiffsrumpf verteilt. Das trug zur Stabilisierung des Schwerpunkts bei. Außerdem wurde dadurch der 245 Meter lange Spant der Hindenburg verstärkt. Während der Atlantiküberquerung hatte die Hindenburg mit starkem Gegenwind zu kämpfen gehabt. Bei ihrem Anflug auf Lakehurst hatte sie eine Geschwindigkeit von 64 Knoten, knapp 120 Stundenkilometer. Dann flog sie eine scharfe Wende. Der Spant wurde stark belastet und so auch die elektrischen Kabel und die Treibstoffleitungen. Kleine Lecks in der Treibstoffanlage waren nicht nur möglich, sie waren sogar wahrscheinlich. Während des Landemanövers waren die Motoren über ihre Belastungsgrenze hinaus in Anspruch genommen worden. Sie waren heiß und es gab keinen Wind und keine Luftbewegung durch die Maschinengondeln, um die Motoren abzukühlen. Um 19.21 Uhr waren die Treibstoffleitungen ebenfalls heiß. Ein kleines Treibstoffleck wäre für die Hindenburg in Bewegung vielleicht kein Problem gewesen. Doch während der 4 Minuten, in denen sie in der Luft stand, kann sich hochgradig brennbarer Öldunst gebildet und selbst entzündet haben. Dieselöl entzündet sich leichter, viel leichter als Benzin. Bei einem kleinen Tropfen auf einer heißen Oberfläche ist es wahrscheinlicher, dass Diesel eine Entflammung auslöst. Die Ermittler fanden weitere Anhaltspunkte dafür, dass das Feuer im Kiel ausbrach. Da sind auch noch diese großen Flecken und ich weiß nicht, was es ist. Denn als wir auf dem Video gesehen haben, wie an der Rückseite Ballast abgeworfen wurde... Es waren Strahlen, oder? Es waren nur Strahlen. Sowas wie feste Wasserklötze, oder? Tja, es sieht fester als Wasser aus. Zumindest lässt sich eindeutig erkennen, an welcher Stelle sie abgeworfen wurden. Aber das ist nicht geklärt und ich mag keine ungeklärten Dinge. Ich frage mich wirklich, was es ist. Die Ermittler kamen 1937 zu dem Schluss, dass durch die Wucht der Explosion 2 Wasserballasttanks herausgerissen worden waren. Doch eine nähere Betrachtung der Schiffspläne zeigt, dass einer dieser Tanks nur Treibstoff enthalten konnte. Da beide zum gleichen Zeitpunkt herausgeschleudert wurden, ist anzunehmen, dass sie miteinander verbunden waren. Warum diese beiden? Warum wurden sie aus dem Schiffskörper gesprengt, als im Heck die ersten Flammen zu sehen waren? Wenn wir von einer Brandquelle im zentralen Bereich ausgehen, dann würde sich das Feuer nach oben ausbreiten. Und meiner Meinung nach würde man dann nichts zu sehen bekommen, bis sich das Feuer durch die obere Außenhaut gefressen hat. Bis dahin wäre es praktisch unsichtbar. Sie glauben, es geschah im Innern und nicht an der Außenhaut? Beides. Die offizielle Untersuchung kam zu dem Schluss, dass durch eine elektrostatische Entladung auf dem Schiffskörper Wasserstoff entzündet wurde. Die Spannung könnte natürlich durch Gewitter in der Nähe des Schiffes aufgebaut worden sein. Oder der Schiffskörper könnte sich einfach durch die Bewegung an der Luft aufgeladen haben. Deutsche Wissenschaftler testeten 1937 das Gewebe des Schiffskörpers. Es war mit einer Lösung aus Aluminium und Eisenoxid bestrichen worden, um das Gewebe zu stärken und vor ultravioletten Strahlen zu schützen. Es wurde festgestellt, dass es extrem brennbar war. Doch in diesen Bildern bewegt sich das Feuer durch den Kiel in deutlicher Entfernung von den Flammen an der Oberfläche. Etwas brannte im Inneren und das brennbarste Material im Kiel war der Dieseltreibstoff. Die Ursache für den Brand wird wohl nie eindeutig geklärt werden, aber nachdem das Feuer einmal da war, war es nur eine Frage von Sekunden, bis es die Wasserstoffzellen erreichte. In der offiziellen Untersuchung wurde eine ganze Reihe von Theorien in Erwägung gezogen, doch keine von ihnen ließ sich beweisen. Wenn die gesamte Fluggeschichte der Hindenburg untersucht worden wäre, wären die Ermittler der Wahrheit vielleicht auf die Spur gekommen. Fakt ist, dass das Ding eine fliegende Bombe war. Und meiner Meinung nach hatten sie sogar sehr viel Glück, dass es so lange gut ging, bis sowas passierte. Es war unvermeidlich. Jahre später hörte Dr. Eckener auf, Luftkapitän Prust die Schuld zu geben. Er sah ein, dass es eine ganze Reihe von Ausfällen gegeben hatte. Die Konsequenzen aus dem Hindenburg-Unglück und seiner Untersuchung wurden gezogen. Heute können Ermittler nur Empfehlungen geben, damit das Gleiche nicht noch einmal passiert. Doch wie 1937 liegt die Verantwortung dafür, dass sie befolgt werden, weiter bei den Behörden und den Herstellern. Die Hindenburg war wirklich einzigartig. Nun ist es an der Zeit, sie in Frieden ruhen zu lassen.